Hallo, Poke-Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Folge der 13. Staffel. Ja, genau, es ist die 13. Staffel. Nicht, wie ich im letzten Video gesagt habe, die 11. Die ist ja schon lange rum. Irgendwie war ich Jubiläumsstaffel bei 10 und dann, aber das ist jetzt nicht schlimm. Und ja, das Video kommt wieder einen Tag später, weil ich hatte wieder keine Zeit und ja. Und naja, gut, aber besser spät als nie. Und ich würde mal behaupten, da wir beim letzten Video die 100 Likes geknackt haben, nochmal Grüße an euch, legen wir eine Anton-Promo aus dem Meisterdetektiv Pikachu-Film dazu. Und, aber das war noch nicht alles, und eine Rainbow-Seedraken-Karte in super gutem Zustand in den Pott, dafür, dass das Video leider ein bisschen später kommt. Somit haben wir schon zwei Rainbows im Pott und drei Promos. Und ja, heute machen wir eine wunderschöne Box auf, und zwar die Bisaflor und Celebi GX Tag Team Pflanzentin. Nenne ich es mal so. Ja, Pflanzentin kann man sagen. Und ja, das gute Stück kommt mit vier Boostern, die da wären: SM1, SM, was ist denn eigentlich? SM7 und zwei Teams sind Trumpfbooster und einer super coolen Promo mit dem Bisaflor und Celebi in alternativem Artwork. Eine wunderschöne Karte. Und natürlich einem Code, den ihr verwenden dürft. Bitteschön. So, das werfe ich jetzt hier rein. Und dann sleeven wir das Ganze auch gleich mal. Dann haben wir schon mal eine sehr schöne Karte im Pot. Und zwar wird es dieses Mal hoffentlich echt, also ein cooler Premium-Pot. Denn wir haben jetzt eigentlich bisher nur so schöne Karten hier drin. Vier Booster und eine Tag Team GX-Marke, die ich jetzt aber Seite lege, denn die ist unwichtig bei diesem Format, denn wir wollen Puls aus den Boostern, und ich fange jetzt mal an, denn wir sind jetzt schon 2,5 Minuten drin und noch kein Booster geöffnet. Und ja, ihr kennt das, wir machen jeden Mittwoch ein Produkt auf, beziehungsweise eben diesen Monat irgendwie jeden Donnerstag Code für euch und versuchen was zu ziehen. Alles über GX kann im Pot landen, kann, warum sage ich kann, denn jedes Mal, wenn wir zwei Sachen ziehen, werden wir auswürfeln, welche Sache in den Pott kommt. Und wir beginnen mal hier mit dem SM1 Booster, Sonne, Mond. Die Ära Sonne, Mond ist dieses Jahr bestimmt zu Ende. Wir haben hier einen Landturn. Denn Schild und Schwert steht in den Startlöchern. Bin ich sehr gehypt drauf. Und ja, bin ich mal wirklich mal gespannt, was sie uns da so bringen. Hier der Code, bitte sehr. Vor allem bin ich auf die Pokémon gespannt. Aber gut, wie gesagt, wir ziehen hier Produkte, öffnen Produkte und dann schauen wir, was wir hier so ziehen. Und das landet dann eben im Pott. Und ihr könnt gewinnen natürlich. Bisher ist im Pott das hier. Das heißt, am Ende des Monats kann jemand das hier gewinnen. Und wir haben einen Voltenso in Non-Holo Rare. Auch nichts Besonderes. Und die letzten zwei Booster. Teams und Trumpf. Leute, ich bin schon sehr gehypt auf das neue Set. Auch wenn Teams und Trumpf ein cooles Set war oder ist, bin ich auf Einklang der Kräfte, Kräfte im Einklang noch gehypter als auf dieses Set. Weiter geht's mit einem Tentoxa, mit einem Hin und Her, Shillock, Hornliu, Wazapf, Elezeber, Paras, Skalük. Eine Journée in Reverse. Und unsere Rare ist ein Absol in Holo. Somit kommen wir ja gar nicht aus der Dings. Aber leider auch kein Hit für den Pot. Somit muss der letzte Booster, muss es richten. Und wir haben hier ein, was sind das überhaupt? Teams und Trumpf. Pack Booster. Online. Absol hier. Grüße gerne an Stefan raus. Und letztes Booster, Last Pack Magic. Und ich hoffe doch für euch, dass wir echt hier noch was ziehen. Das wäre echt cool, nochmal eine Karte in den Pott legen zu können.
Und ja, dann wollen wir mal schauen. Wir haben hier ein Kangama, ein Skalük, ein Topsi, Gramokles, ein Nidoran, ein Karpador, ein Shiggy und ich sehe es. Und ich sehe es. Oh, es glänzt. Und es ist ein Latias Full Art Karte in einem. Oh mein Gott, sehr schön. Guckt euch die Karte mal an. Sie ist einfach gut gecentert, muss ich sagen. Kennt man nicht so von SM, von dem Sonne-Mond-Zyklus. Naja, gut, aber wir haben wieder einen Hit, Leute. Und das auch ein Premium-Hit, sage ich mal, denn es ist eine Full-Art-Karte von Latias. Sehr schön. Somit kommt noch eine sehr schöne Karte in den Pot. Somit ist dieser Pot jetzt bei zwei Rainbows, einer Alternativen und einer Full-Art. Was will man mehr? Mal schauen, was wir nächste Woche ziehen. Und ja, ich würde euch mal sagen, ich lege euch wieder was in den Pott, wenn wir es schaffen, auf dieses Video 120 Likes zu kriegen. Also bei 120 Likes gibt es hier wieder was in den Pott. Und ja, seid gespannt. Und danke fürs Zusehen. Wer wie gesagt Karten von uns kaufen möchte, kann das gerne tun auf eBay oder auf Cardmarket. Ansonsten kommt auf unseren Discord. Mehr gibt es nicht zu sagen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Donnerstag. Und ja, habt ein schönes Wochenende und man sieht sich. Bis dann. Ciao.